what they say, the seed of hope, the friendship between farmers and farmers. We had a chance to know the basic knowledge of how to be an organic farmer since the beginning. Von der biologisch-dynamischen Methode sind sie, glaube ich, sehr nahe. Das ist ein hochintelligentes System. Das basiert auf dem indigenen Wissen der Leute hier. Also erstmal beeindruckend die Vielfalt von Pflanzen, die da zusammen wachsen. Ich habe auch schon manche wieder andere Gewürze gefunden, wo ich noch nie gesehen habe. Wir wollen natürlich, dass das Geld bei den Bauern ankommt und nicht versickert in der Bürokratie. Zanzibar is a small island, very small. We cannot grow conventionally and compete with the world price. But we have a name, Zanzibar. If you just mention Zanzibar, everyone is happy. We also have the spices that are really aromatic and really they are very good. Okay, so I believe that this movement is going high and high. Küste des Schwarzen Mannes nannten die ersten arabischen Händler die Insel, die sie bereits im 8. Jahrhundert bereisten. Daraus entstand der Name Sansibar. Einst ein historisches Handelszentrum, heute als solches verwaist. Die einst blühende Gewürzinsel hat keinen Anschluss an den Weltmarkt mehr. Die Gewürze werden nur noch an Touristen verkauft, welche das Land bereisen. Es gibt viel Natur zu erleben. Und wunderschöne Strände zum Erholen. Traurige Berühmtheit erlangte Sansibar, weil hier bis Ende des 19. Jahrhunderts der Sklavenhandel blühte. Viele Kleinbauern sind Nachfahren ehemaliger Sklaven. Von diesem kleinen Containerhafen aus werden die Naturgewürze, welche der deutsche Biobauer Rudolf Bühler gemeinsam mit den lokalen Bauern anbaut, nach Deutschland verschifft. Rudolf Bühler hat herausgefunden, dass der Anbau der Gewürze hier traditionell ökologischen Kriterien entspricht. Jedoch ist noch eine Zertifizierung nach den europäischen Standards erforderlich. Er ist mit seinen Bauernkollegen von der Insel verabredet. So, und heute sind wir zusammen mit Demeter International hier, mit dem Herrn Ingold, weil wir wollen jetzt mal schauen, ob wir mit unseren Bauern hier auch die Demeter-Standards erfüllen können. Also wir wollen daran arbeiten, dass wir hier den höchstmöglichen Biostandard erreichen können. Das ist unser Ziel. Also erstmal beeindruckend die Vielfalt von Pflanzen, die da zusammen wachsen. Unsere Agrarsysteme sind ja total verarmt, sind nur noch ein, zwei Kulturen im Fokus und hier sind Dutzende zusammen, gleich zusammen wachsen und voneinander abhängen. Also eine permanente Erneuerung eigentlich, die im Gang ist. Schon beeindruckend. Also es ist so, dass die Bauern hier eine sehr intelligente Form der Landwirtschaft betreiben. Die klassische Three-Layer-Crop und das ist eigentlich für den ökologischen Landbau das Richtige. Und vor allem eben mit alten Sorten, mit traditionellen Sorten, die sie hier vermehren. Und das sind Schätze, nicht? Das sind Kulturschätze, das sind Kulturerbe, das zu erhalten gilt. Der Farmer, der macht hier seine eigene Vermehrung aus den lokalen Sorten. Das ist auch das Richtige, dass man hier die lokalen Sorten pflegt. Cardamom plant, it needs super hygiene. Even these dry leaves like this, every now and then should be removed. This is the black pepper. It cannot stand by itself. It should be supported by the common tree like the Gliricidia. And the black pepper, green pepper, white pepper, red pepper, all of them are coming from the same. From the same plant. This one is curry leaves, a very common plant here in Zanzibar, which is used for the culinary purposes. For example, in soup, in tea, in roasting like chips. A durian tree. And where you find it normally? Mainly found in Far East. Also here is the paradise.
wächst alles. Die haben ihre Subsistenzwirtschaft hier, das heißt Orangen, Süßkartoffeln, Avocados, also sie versorgen sich, die Bananen, die brauchen ja nur aus dem Haus rauszukommen und haben eigentlich einen gedeckten Tisch, also das muss man schon so sagen, sofern man hier mitten im Busch leben möchte. Also der Pfeffer, die Vanille, der Kardamom, die Muskatnuss, das sind dann die Dinge, die sie dann auch sozusagen auf den Markt bringen können. Und da setzt unser Projekt an, dass wir diese Gewürze dann nach Deutschland exportieren. Und damit haben die Bauern natürlich ein sehr gutes Einkommen, also das Doppelte was bisher. Und sie werden auch nicht beschissen, sie kriegen auch ihr Geld dann. Ni mzuri kwa sisi wakulima wa spice. Tu bado hatujapata mafunzo zaidi, lakini tukipata mafunzo zaidi nadhani kwetu sisi utatunufaisha. Na kujiwa na wageni kama hivi na wageni vile vile kutupa mafunzo zaidi kuandamana na kushikamana na wenyeji wetu wa kilimo. Und sowas als Grundlage, glaube ich, kann man weiterentwickeln. Kann man weiterentwickeln in dem Sinn, dass man noch mehr prüft, welche Erfahrung gibt es lokal und international. In der biologisch-dynamischen Landwirtschaft haben wir das als Prinzip, dass man die Nährstoffe eigentlich über die Organik wieder zurückbringt. Und das ist hier selbstverständlich. Die Pflanzen, die ich gesehen habe, die Gewürzpflanze, die sind da Spezialisten. Das sind eigentlich Pflanzen, die keine große Masse bilden, die im kleinsten Objekt, zum Beispiel der Rinde oder dem Samen, höchste Konzentration an Aromen produzieren. Und das hingegen passt wieder zu dieser Region, die eigentlich urwüchsig wächst und unglaublich übertrieben grün ist. So, we take a good manure from a cow, put it into the horn of the cow, and then we make in the soil, in the good soil, in half a year, a good compost, an ideal compost from this manure, in the horn. We know that in one small part of this manure, there are about more microorganisms than inhabitants on the world. An ideal compost, a fertile soil, like we would like to have. Aber was mich jetzt überrascht hat am Schluss, dass sie alle so interessiert sind an der Sache. Die sind ja fast schon so weit hier. Jetzt haben wir 21 Projektbauern im Moment. 10 haben Antrag gestellt, 10 möchten dazukommen. Also es müssen dann nochmal gut 20 dazukommen, dass wir das ganze Gebiet dann umfassend eingeschlossen haben. I'm chairman of a farmers society also. Whenever I meet with him, myself as a chairman, so I usually use the proverb that birds of the same types of feathers fly together. He's a chairman of the farmer in Europe, I'm a chairman of the farmers here. Die sehen also beides. Einmal den Partner, dass wir uns begegnen, wir verstehen uns, das ist klar von Anfang an, aber für sie bin ich natürlich auch derjenige, der hier kommt und ihre Sachen aufkauft. Im Grunde arbeiten sie schon seit Generationen ökologisch, aber dadurch, dass wir die Zertifizierung hierher bringen, setzen wir diese Gewürze in Wert. Durch den Verkauf können sie auch darauf vertrauen, dass sie hier auf diesem Flecken Erde eine Zukunft haben. This is the temporary storage for the spices. So it is like when the spices are bought from the farmers, from the farm, they are transported here and they are being sorted and then they are being stored. And in this project, the farmers, for example, who are selling these spices to Riabula, actually they are happy. And the second thing is there is a creation also of employment. What you see are some ladies, and without this project they'll be at home doing nothing. But they come here and they've been temporarily employed, and what are they doing is they are sorting.
the spices and their packing, and they get some money to take home. There are no middlemen, because it is Herbula from Ecoland has sat together with the farmers. They have agreed the price. There is no one in between. As an organic certifier, I have to make sure that the spices are not only remaining organic from the farms, but also from the storage, and until it will be shipped to Hamburg, Germany. The spices are still under conversion, but because of what they say, the seed of hope, the friendship between farmers and farmers. So Ecoland thought that we will still give them this double price. So this is also another thing that shows that Ecoland really wants a very long time friendship with the farmers in Zanzibar. Hier in Hohenlohe haben wir die alte Landrasse Hellisches Schwein, Böfte Hohenlohe, Hohenloher Lamm wieder neu belebt. Das heißt, alte, vom Aussterben bedrohte Rassen wurden gerettet und werden artgerecht aufgezogen. So konnte die Schwäbisch-Hellische Erzeugergemeinschaft bestes Qualitätsfleisch produzieren. Für die Weiterverarbeitung, die Veredelung fehlten aber biologisch saubere Zutaten. Das war der Beginn der Gewürzprojekte unter dem Leitbild Seeds of Hope und der Gewürzmanufaktur auf dem Sonnenhof. Seeds of Hope soll sagen, dass wir unseren Partnerbetrieben, unseren Kollegen einfach auch Hoffnung geben. So sind Partnerschaften mit Kleinbauern und indigenen Völkern in Südindien, Serbien und Sansibar entstanden. Am Anfang steht dabei immer die Gründung einer Erzeugergemeinschaft, ein Zusammenschluss von Kollegen, um sich nach dem Prinzip des solidarischen Wirtschaftens stark zu machen. Gleichzeitig wird der ökologische Landbau mit Zertifizierung der Produkte eingeführt. Den Aufbau der ersten Kooperative hat Rudolf Bühler, der lange Jahre als Entwicklungshelfer gearbeitet hat, in Indien betreut. Also hier haben wir jetzt die Vanille. Dann hier ein Pfefferwein, also eine Pfefferpflanze. Hier haben wir dann wieder eine Kaffeepflanze. Das ist also das klassische Intercropping-System, was wir eben im ökologischen Landbau eben bevorzugen. Das heißt eine Mischkultur. Damit kann man dann eben auch auf den chemischen Pflanzenschutz verzichten, weil die Pflanzen ergänzen sich gegenseitig und bleiben einfach dadurch gesund. Es ist ein sehr intelligentes Anbausystem, man erkennt es eigentlich nicht sofort, aber wenn man genau hinschaut, dann erkennt man es. Es ist also sehr viel Inspiration dabei und sehr viel Wissen, traditionelles Wissen, das also die Familien hier auch seit Generationen mitgebracht haben. In einer globalisierten Welt ist es für Kleinbauern nur möglich zu überleben und eine Perspektive zu finden, wenn sie besondere Produkte machen. Wir garantieren einen Preis, der deutlich höher ist wie der allgemeine Marktpreis. Und damit haben die hiesigen Gewürzbauern, also diese Familien, sind 1200 Familien, jetzt ein besseres Einkommen natürlich. Und wir haben ein super Gewürz für unsere Produkte, für die Erzeugnisse der bäuerlichen Erzeuggemeinschaft, also haben wir beide was davon. Also hier in unserem Projektgebiet Manchevel unterstützen wir die örtliche Urwaldschule, dass die Kinder auch in Genuss von Bildung kommen können. Auch die Erwachsenen kommen hierher und das ist natürlich wichtig, dass sie auch wissen, was auf der Welt zugeht, dass sie teilnehmen können an den Entwicklungen. Hier haben wir jetzt einen Telicherry-Pfeffer. Das ist eine besondere Sorte aus Kerala. Eine alte Sorte, die recht großbeerig ist. Und das ist die Ernte vom letzten Winter. Hier haben wir eine Besonderheit. Das ist also Urwaldpfeffer in Lake. Und das ist eine Delikatesse, also das ist ein Pfeffer, den die Sterneköche gerne nehmen, so für ein Pfeffersösle an Steaks. Hierher kommen der Paprika aus der Vojvodina, von meinen Kollegen in der Vojvodina. Wenn wir am Markt auftreten, müssen wir was Besonderes haben, was
handwerklich sauberes, alte Sorten, besonders aromatisch. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ja, und natürlich auch hier aus Hohenlohe bauen wir Gewürze an, was hier eben wächst. Nennen wir mal Kümmel, Koriander, Speisesenf. Sind auch immer über 100 Hektar, was wir hier inzwischen anbauen. Hier in Wolpertshausen werden die ankommenden Gewürze eingelagert, weiterverarbeitet und abgefüllt. Alles in Handarbeit. Dann werden sie kommissioniert und für den Verkauf vorbereitet. Ein Drittel der Gewürze, die hier im Speicher lagern, werden für die Wursterzeugung vom hellischen Landschwein gebraucht. Ein Drittel bis zur Hälfte der Gewürze, die wir hier haben im Speicher, verwenden wir für unsere Wursterzeugung. Hier weiß ich, dass ich hundertprozentig keine Füllstoffe oder irgendwelche Mittel drin habe, wo ich nicht drin haben will, wo auch nicht reingehören in die Wurst. Unsere frische, unser schlachtwarmes Fleisch, unseren frischen Gewürzen, das können Sie mit nichts nachmachen. Das ist einmalig Unterschied. Also das ist phänomenal, was der Unterschied ist zwischen unseren frischen Gewürzen und den Gewürzen, die man im Handel bekommt. Seeds of Hope, also die Saat der Hoffnung, das sind die Gewürze, das ist das Medium eigentlich, um auch Wertschöpfung zu den Erzeugern in der dritten Welt zu bringen. Dass sie ihren gerechten Preis erhalten, diesen auch nachhaltig und für ihre ökologisch erzeugten Produkte dann auch, dass sie davon leben können. Und neben diesem wirtschaftlichen Aspekt kommt natürlich hinzu, dass wir auch die Community stärken, ihre Kultur. Es ist ganz wichtig, dass sie ihre Identität leben können, dass sie die auch als wertig erkennen. Wichtig ist auch, dass wir für die Farmers Rights sorgen, also dass sie nicht ihrer Grundlagen beraubt werden von den multinationalen Konzernen. Es ist ein weltweites Phänomen, dass im Zeichen der Industrialisierung eben die Bauern und die indigenen Kulturen, die bäuerlichen Gesellschaften, die Urgesellschaften an den Rand des gesellschaftlichen Lebens gedrückt wurden. Ihre Werte werden kapitalisiert, fließen ab zum Großkapital und das ist ein Prozess, der umgekehrt werden muss. Die Wertschöpfungsketten müssen wieder umgekehrt werden, dass die Erzeuger gerecht zum gerechten Preis partizipieren an ihren Erzeugnissen, das ist einfach eine zwangsläufig notwendig. Das ist Friedensarbeit, das ist gesellschaftliches Engagement und wir müssen doch Gerechtigkeit leben und in unserem Tun dafür sorgen, dass wir eine gerechtere Welt haben. Wenn dann die Leute unsere Produkte kaufen, unser tolles Fleisch, unsere tolle Wurst und die Gewürze, dann tragen sie ja damit aktiv was dazu bei, dass es unseren Partnerbetrieben in Indien, den Ureinwohnern, den ehemaligen Sklaven in Sansibar, dass denen gut geht, dass die Perspektiven haben. Also das ist, denke ich, auch ein Akt von Solidarität. Es ist doch toll, also es hat doch auch was mit Esskultur zu tun und mit unserer Kultur. Und dann fließen die Dinge zusammen. Seeds of Hope. Ich denke, das sagt's, was wir machen.